Moin, moin, meine Mangos. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wurzucker Champs mit mir, dem Mr. Mangobaum. Und wir sind nun in der Premier League. Also die Angebote haben sich nicht nochmal geändert und deshalb spielen wir jetzt in England mit Crystal Palace. Und da können wir gleich mal gucken, was die denn so für einen tollen Kader haben. Barnes kann auch Innenverteidiger spielen. Ey, das ist echt cool. Weil wir haben herausgefunden, oder ich, dass es so etwas gibt, jetzt wie Positionen. Und das wusste ich nicht. Und deshalb finde ich das echt cool. Und wie ich gerade sehe, müssen wir mal gucken, wie wir denn jetzt nun spielen wollen. So, dann hätten wir das. Zaha hat noch eine 74, weil er so alt ist. Wunderschön. Also, was ist mit ihm? Hancock kann nur Rechtsverteidiger spielen, sonst ist er ziemlich scheiße. Gigi kann auch nur Innenverteidiger spielen und Andersen auch. Genau. Ach, das finde ich richtig cool. Ach, das ist sogar eine OM-Position hier. Das zählt sogar als OM. Fischer kann rechter und linker Flügel spielen. Oder warte mal, nee, das zählt nicht. Doch, das. Nee, das ist eigentlich eine DM-Position. Warum steht da jetzt OM? Naja, egal. Also Gallagher kann es irgendwie spielen. Wen habe ich denn jetzt ausgewählt? Barnes. Der ist. Okay, der ist einfach jung. Was kann der? Der kann Innenverteidiger spielen, aber auch nur ein bisschen. ECE ist auch ganz gut. Eigentlich sind das ja rechte Flügelpositionen und linker Flügel, wie es ausschaut. Ja, eigentlich ist es linker Flügel, deshalb verstehe ich nicht, warum er so gut ist, obwohl er eigentlich ein offensives Mittelfeld spielen kann. Olise kann auch OM spielen. Ist er auch, hat auch eine 84. Wobei hier nur eine 83. Naja, irgendwie ein bisschen verwirrend. Täter. Also eigentlich sind das ja Flügelpositionen hier, links und rechts. Ich weiß nicht, warum hier Mittelstürmer angezeigt wird. Aber okay. Ist auch egal. Denn, was haben wir denn hier auf der Bank? Den Zaha, den Fischer. Oh, das ist echt nicht gut. Unser Ziel war auch aus der Relegation rauszubleiben. Was ich gerade so sehe, ich denke, wir könnten mit drei Innenverteidigern spielen. Boah, sind die alle alt. Weil wir da eigentlich besonders gut aufgestellt sind. Drei, drei, vier. So ungefähr vielleicht. So. Barnes konnte das nicht spielen, das ist klar. Ne, wo ist der hier? EC. Olise. Der hat aber eigentlich eine 84, ne? Ja. Aber 83 ist auch gut. So, und dann hier noch ein Zaha. So, das ist, glaube ich, unsere beste Elf. Man sich das mal so anschaut. Es ist eigentlich echt schwerer geworden, muss ich sagen. Also vor allem Crystal Palace sieht ziemlich schlecht aus. Jetzt gucken wir mal das Alter, der geht noch. Gehe geht noch. Anderson ist schon alt und Diaby auch. Das sind alles junge Talente, also halbwegs jung. Gallagher geht noch, EC, Olise, okay. Zaha ist schon alt. Edouard, Mateta. Dann haben wir wieder all das Problem, ist das Problem. Aber wir haben auch schon zwei Angebote. Wer würde denn wen kaufen? Ihn hier. Was? Korkoran? Hä, wer ist das denn? Ach, das ist er hier. Für 4,3 Millionen, okay. Und Featherstone. Auch interessant. Guck mal, was ist denn, was brauchen wir denn eigentlich für Positionen? Also oben sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Wir müssen ja nicht unbedingt wechseln, haben wir ja immer jetzt gelernt.
Also eigentlich brauchen wir vor allem einen linken Flügel, weil da ist Zaha echt alt und auch nicht so gut. Das müssen wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und theoretisch auch noch einen Backup für den älter werdenden Andersen. Also das wäre vielleicht auch wichtig. Wir brauchen schon einen Backup-Spieler, aber wechseln müssen wir nicht unbedingt. Haben wir ja gelernt. Deshalb denke ich, dass wir die auch verkaufen werden. Könnten wir das Preis noch erhöhen? Nein, kann man nicht. Dann nehmen wir das an. Bei ihm hier. Gut, eigentlich, das ist ein bisschen wenig Geld. Das bringt uns eh nichts. Den können wir auch behalten. 15 Millionen. Können wir dafür einen linken Flügel finden? Hm, sogar einen gar nicht so schlechten. Dafür gibt es keine. 78, gucken wir mal. 15 Millionen, vielleicht finden wir irgendwelche Jungen. Was heißt denn Wert? Achso, das ist ein. Oh je, das ist ein Millionenmarktwert. Den kennen wir natürlich nicht von Leuten, die nicht auf der Transferliste sind. Finde ich interessant, dass wir die nicht kennen, aber die sind ja eh nach Wert geordnet, von daher sollte das passen. Beim 19-Jährigen sollten es wahrscheinlich nicht 6 Millionen sein. Ach nee, das ist ja Mist. Also die sind erst alle sortiert nach dem Wert und dann alle kommen erst alle Fragezeichen. Das bedeutet 78 und 19, der ist mehr wert als 13 Millionen. Oh, ja gut. Mal gucken, vielleicht finden wir einen billigeren. Sechsundsiebzig, nein. Nein. Nein, hier gibt es keine jungen Spieler. Schade. Gibt es halbwegs jung, irgendwas mit 26 oder sowas? Wird schwierig, 27. Tja, was machen wir da nur? Was machen wir da nur? Also, was wir auch machen könnten, kann einer von den linker Flügel spielen? Ja, auf einmal können sie irgendwie nicht mehr linker Flügel spielen. Er hier schon. Aber nicht so gut. Fischer kann es auch nur halbwegs. Also eher nicht. Also brauchen wir schon einen linken Flügel. Wird schwierig. Also erstmal rollen. Da hat alles Gallagher und der Kapitän ist an der Son. Das passt. Ja, das passt. Und ja, links müssen wir gucken, wen wir da holen. Müssen wir schauen. Gucken wir mal, was haben wir denn hier für Top-Transfers? Hernandez zu Paris. Malen zu Villarreal. Declan Rice wechselt hier endlich mal zu Arsenal. Pedro Porro zu den Bayern. Kubel zu Real. Enesri ist hier stark. Thuram zu Chelsea, Zagadou zu Milan, Nelson zu Dortmund, Neuhaus zu den Bayern. Einen krassen Ami haben wir hier. Jannelt wechselt. Red Bull holt Matondo. Alles sehr, sehr tolle, tolle Transfers. Können natürlich immer gern pausieren. So, in unserem Land, also wo englische Clubs dran beteiligt sind. Da sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Wir haben Boykema verkauft, einen guten Innenverteidiger. Also bevor ich hier war. Schade. Aber wir haben aber eine ganz gute Innenverteidigung. Also halbwegs.
Unser Problem ist der linke Flügel. Tja, mal gucken, vielleicht gibt es ja im Laufe der Saison dann noch ein paar Spieler, die wir finden könnten auf der Position. Vielleicht spawnen da noch welche neu oder so ähnlich. Ja, unsere Bank ziemlich scheiße, wir werden nicht wechseln. Und wir gehen unser erstes Testspiel gegen Walsall. Bayern spielt gegen Liverpool. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich spiele, kriege ich so einfache Testspielgegner. Aber manche Teams spielen hier echt gegen andere auf Augenhöhe. So. Hoffen wir, dass Mateta das noch durchhält. Vielleicht wechseln wir aber auch nächstes Jahr schon wieder. Dann müssen wir uns eigentlich eh keine Gedanken machen, wen wir kaufen. Eduard. Mit seinem ersten Tor. Wunderschön. Reingezwiebelt. Crystal Palace, Zaha, das ist ja, also hier ist eine Legende, aber er wird die ja in Real verlassen, er hat sie schon verlassen, ist ja jetzt vereinslos. Ich glaube, das ist aber trotzdem der Spieler, der die meisten Tore für Crystal Palace in der Premier League geschossen hat. Schade, dass er geht, schade. Und Mateta kennt man ja noch von Mainz. Genau, der war eigentlich gar nicht, momentan gar nicht so eine schlechte Elf. Crystal Palace. So, aber in dem Game hier sieht's ja schlecht aus. Da wird's eher Abstiegskampf. Uns wurde auch gesagt, wir sollen aus der Relegation rausbleiben, was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil hier gibt's keine Relegation. Also wir sollen wahrscheinlich einfach nicht absteigen. Ich weiß nicht, ob man gefeuert werden kann. Ich denke schon, aber also zumindest vielleicht nicht in der Saison, sondern nach der Saison dann. Aber das kann dir irgendwie nicht so passieren, glaube ich, weil das Game jetzt doch nicht so schwer ist. So. So, wir können, glaube ich, mal durchwechseln, oder? Ja, wir wechseln mal durch. Olise ist auch schon echt fertig. Nkunku, der passt sogar auf der Position schön. Was? Hey, ja, der 73 und auf einmal eine 74. Ja, der war gerade eine 74. Barnes passt auch irgendwie. Featherstone passt. Fischer passt. Blake kann, ne, er kann OM spielen. Ach, ich habe keine Auswechslung mehr. Ach, ich kann auch fünfmal auswechseln. Okay, dann müsste ich die alle wieder zurücknehmen und gucken, wer am müdesten ist. Also Olise ist natürlich sehr müde, da können wir Fischer reinbringen. Oder Hugues, ich weiß nicht, kann er das gut? Ne, der kann es nicht so gut spielen. Tun wir Fischer rein. Das Mittelfeld ist auch relativ müde, die Verteidigung ist gar nicht so müde. Ist doch auf einmal eine 67. Fischer kann auch noch rein. Und dann könnten wir ja eigentlich noch den Innenverteidiger bringen. So. Passt. Haben ein bisschen rotiert. Ich finde es schade, dass man im Testspiel nicht alle immer durchwechseln kann. Man sollte ja im Testspiel ja so oft wechseln können, wie man will. Also natürlich die ausgewechselt wurden, nicht nochmal rein. Du kannst auch so viel wechseln, wie du willst. Ja, wenn du 12 Spiele auf der Bank hast, theoretisch. Kannst auch 12 mal wechseln. Das würde Sinn machen. Weil es ja darum, Spieler zu testen. So, da bin ich wieder, musste einen kurzen Cut machen und ich sehe, unsere Spieler sind schon sehr müde. Ich glaube, das wird schwierig, die Saison ohne Wechsel durchzuhalten. Aber na gut, ich glaube, wir werden aber auch sehr defensiv und wenig Druck spielen gegen die meisten Gegner. Da wird das, denke ich, passen. Also von daher mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Bayern verliert 1-0 gegen Liverpool. Das ist nicht so toll für die Bayern. So, unser nächstes Testspiel gegen, ich glaube, gegen denselben Gegner spielt Aue morgen. Wie geil ist das denn? Den haben wir auch als Gegner. Diakabir.
Für 9-1. Können wir uns da einen besseren leisten? Was hat er denn? Eine 78? Wenn wir jetzt einen 9 bekommen für ihn, 9-1, dann hätten wir 24,1. 24,1, wir brauchen einen Innenverteidiger. Ja, also der Conlon sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir gucken mal. Über 80 ist schon stark. Und die sind halt alle auch. Also wenn ich das jetzt so mache, dann ist der. Nee, der Rest ist gar nicht ungescoutet. Wo sind denn hier die Jungen? 23, okay, das ist schon ein bisschen zu gut. Okay. Wie sieht es hier aus? Gibt es hier einen Jungen, wo ich weiß, wie gut er ist? Es gibt hier einen André, der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jorge André. Ich glaube, den werde ich mir holen. Den hole ich mir. Ach so, oh ja, genau, die wollen den ja nicht verkaufen. So, 7,5. Super. Der ist ja nicht auf der Transferliste. So, dann hätten wir ja Roche André. Für Diakbi. Der wird verkauft. Ein Atletico. Und dann vielleicht finden wir doch noch einen Ersatz für Zaha. So. Hätten wir 17 Millionen. Wir können auch mal gucken. Wobei, ich denke, wir machen noch das eine Spiel und dann gucken wir in der nächsten Folge. Nicht, dass wir heute nur Spieler gekauft haben. So. 3-3-4 ist auch sehr interessant, diese Formation. Sehr, sehr offensiv. Aber ja, wir müssen so spielen, wie wir halt die Positionen verteilt haben. Ich muss damit, ja, agieren, was ich hier zur Verfügung habe. Und wenn das so viele Offensivspieler sind, dann nehme ich die halt. Oh, eigentlich müsste ich den so perfekt reinzimmern, ne? Schade. Aber wäre cool gewesen. Eigentlich ist es gar nicht die Vorlage von Zaha. Der Torwart hat den Ball noch berührt gehabt, glaube ich, nachdem er vom Pfosten wiederkam. Dann zählt das, glaube ich, nicht mehr. Aber nach heutigem Stand sind, glaube ich, auch zählt es auch als Vorlage, wenn der eine Spieler gefoult wurde im Elfmeterraum und der Dude, der den Elfmeter schießt, ist dann natürlich der Torschütze, wenn er trifft, und der halt gefoult wurde, der hat dann eine Vorlage, wobei ich das dumm finde, weil das ist ja keine Vorlage, wenn du gefoult wirst. Das kannst du nicht vergleichen mit irgendwie einem krassen Steilpass oder so. Also finde ich das scheiße, dass sowas als Vorlage gilt. Da verstehe ich eher, wenn etwas als Vorlage gilt, wenn du schießt, der Torwart hält ihn und dann kommt er zu einem anderen Spieler, der abstaubt, obwohl das auch keine richtige Vorlage ist, weil der Ball ja eigentlich vom Torwart kam. Aber sowas mit diesem Elfmeter, dass das als Vorlage gilt, ist schon ein bisschen dumm. So, Edouard. Den zimmern direkt drauf. Ist halt so witzig, der Tor da hat so viel Zeit zu laufen hier in die Ecke und hält ihn trotzdem nicht. So, jetzt wechseln wir mal wieder durch. Er kommt hierfür rein. Der Fischer kommt rein. Der Stone kommt rein. Der Hugues kommt rein. Und der Blake. Passt so. Weil so. Nee, so geht's gar nicht. Da kann Hugues so spielen. Ja, dann machen wir so. So passt's. Ja, super. 4-0 gegen die Polen. Ey, es wäre so gut, wenn Aue auch so spielt, aber wir haben ja schon gegen Lok Leipzig verloren in den Testspielen. Also, ich bin da nicht sehr optimistisch. Wobei man sagen muss, die letzte
Die letzte Saison des Testspiels gegen Lockhammer gewonnen. Die Saison danach verlief so semi. Das ist eigentlich nicht gut. Das wäre es vielleicht ein gutes Zeichen, dass wir hier verlieren. War das gerade Felix Passlack, der getroffen hat? Oder habe ich mich da verlesen? Alter. Boah, wie viel Pech kann man haben? Oder wie viel Glück, also die Polen. 4 zu 1. Nee, es war Fabian Piasecki. Ich dachte, ich habe da irgendwas mit Passlack gelesen. Jut. Wie spielen die anderen? Dortmund gewinnt gegen Benfica. Und die erste Runde England, genau, FA Cup oder so, wird ja, starten wir nicht in der ersten Runde. Supercup geht auch zu Ende mit nur einem Spiel. Ich denke mal nicht, dass wir die Jungen verkaufen werden. Wir brauchen ein bisschen Backup, so. Kann ich. Machen wir mal so. Können das gar nicht ablehnen. Naja. Dann lehnen wir es nicht ab. So, gucken wir nochmal in die Transfers rein. In die internationalen. Tierney wechselt zu United. Ein krasses Talent aus Slowakei wechselt zu Paris. Haben wir noch was Neues? Velasco wechselt aus den USA zu Tottenham. Rovella, das ist aktuell spielt er bei Juventus, ist ein Talent. Roussillon wechselt zu den Bayern, wobei der wahrscheinlich schon etwas älter ist. So, hier seht ihr nochmal die Top-Transfers und dann hier nochmal für unser Land, wo nur Premier League, also wo Premier League Clubs dran beteiligt sind als Käufer oder Verkäufer. Ja, wunderschön. United holt Luan Candido. Hat er nicht auch mal für Red Bull gespielt, also für das Red Bull Leipzig? Ich glaube, der hat da schon mal gespielt, ne? Kann das sein? Ist dann aber wieder gegangen. Es gab nämlich auch einige Flops bei Red Bull. Nicht alle sind direkt eingeschlagen. So, und nächstes Mal starten wir dann in die Premier League gegen Leeds United. Gucken, ob wir einen neuen linken Flügel finden. Vielleicht habt ihr ja aufgepasst und ich habe einen gerade übersehen, als ich schon mal nachgeschaut habe. Dann könnt ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gucken wir halt beim nächsten Mal. Hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr nichts zu schreiben habt, dann einfach den Algorithmus-Kommentar Hashtag Premier League, weil wir sind jetzt endlich mal nicht in Deutschland, sondern international vertreten. Vielleicht haben wir sogar Glück und nächste Saison können wir dann vielleicht in die La Liga oder so. Mal gucken. Aber eigentlich im Spiel ist es ja meistens so, dass du, wenn du eine richtig gute Saison spielst, dass du meistens keine Angebote von guten Vereinen bekommst. Es geht eigentlich immer wieder runter. Also es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir den Top-Club trainieren. Aber nichtsdestotrotz, Crystal Palace ist cool und ich hoffe, es hat euch genauso gefreut wie mich. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, habt alle noch einen traumhaften Tag. Tschüssi.